Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um meine Make-up Revolution Bestellung gehen. Ich habe direkt auf der Seite bestellt. Ach ja, vielleicht noch kurz, falls ich mich ein bisschen erkältet anhöre. Ja, ich bin erkältet. Ich habe direkt auf der Seite bestellt. Man kann auch bei Cosmetic for Less bestellen. Es gab wohl bei einigen Leuten das Problem, dass bei der Make-up Revolution Seite die Sachen kaputt angekommen sind. Ich habe gerade eine meiner Paletten runtergeschmissen. Darum ist sie auch etwas kaputt, aber sie kam heile hier an. Ich habe gestern schon versucht, das Video zu drehen. Leider war das Licht mehr als bescheiden. Darum muss ich das alles nochmal machen. Wir fangen jetzt an und die Preise findet ihr unten in der Infobox. Als erstes habe ich mir einen Blush bestellt und das ist einer dieser Vivid Baked Blushes in der Farbe Loved Me the Best. Das ist die Farbe. Richtig tolle Farbe, oder? Ich gehe da natürlich auch einmal rein. Ja, da ist von dem Lidschatten, der kaputt gegangen ist. Das ist das Blush. Also wenn das keine tolle Farbe ist, weiß ich auch nicht, Leute. Ha, so schön. Weiter geht's mit Highlighter. Der ist mir auch runtergefallen. Der hat es aber zum Glück überlebt. Das ist einer dieser Vivid Baked Highlighter. Und das ist die Farbe Peach Lights. Den gibt es, glaube ich, noch in Pink und in Gold, finde ich mich nicht total irre. Das ist die Farbe. Gibt es natürlich auch ein Swatch. Ja, also den finde ich auch richtig, richtig toll. Freue ich mich schon drauf, ihn zu benutzen. Und dann habe ich mir eben zwei Paletten bestellt. Und zwar einmal eine Blush-Palette. Und zwar ist das die Golden Sugar Palette. Da seht ihr die Farben schon mal. Ich zeige es euch aber natürlich auch gleich nochmal. Und ja, die kommen eben in so einer Plastikverpackung. Und wenn man die auspackt, ist das dann eine schwarze Verpackung. Es spiegelt sich alles. Ich mache die mal auf. Die ist mir zum Glück nicht runtergefallen. Das ist sie. Einfach unglaublich schön, oder? Also, ja, ich bin begeistert. Die swatchen wir natürlich auch mal. Das sind die ersten beiden Farben. Ich finde ja eher, dass es eine Highlighter-Palette ist. Also für mich sind die meisten Farben eben sonst einfach zu hell. Also dieses Gold ist auch der Wahnsinn, oder? Richtig toll. Und dann noch die letzten beiden. Da ist auch ein matter Ton dabei. Das ist der schimmernde und das ist der matte. Der matte braucht vielleicht noch einmal ein bisschen. So, das sind die letzten beiden. Also ich sag's euch, ich finde die Palette ein Traum. Ich kann es, wie gesagt, kaum abwarten, das alles zu benutzen. Ich finde die Farben super schön. Ich finde auch die Marmorierung super schön. Und ja, da kann man auf jeden Fall einiges mitmachen. Und jetzt kommen wir zu meiner Lidschattenpalette, die mir, wie gesagt, runtergefallen ist. Und zwar ist das die Flawless Palette. Die kommt in dieser Verpackung. Die hat hier auch so verschiedene Namen. Ich möchte das jetzt gerade nicht drauf machen. Ich sage euch die Namen aber dann gleich. Und das ist die Palette. Und wie ihr sehen könnt, dieser Ton ist mir jetzt kaputt gegangen. Ich werde versuchen, den wieder zu reparieren. Ich werde sie jetzt aber zuerst mal für euch swatchen. Also ich finde die Farben unglaublich schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So, ich werde euch die Namen immer vorlesen. In der ersten Reihe haben wir Paper, Almost There, Smudge und Pure Chocolate. Sind diese Töne. Ich finde, dass Paper hier etwas kalkig ist, aber ansonsten schöne Farben. Die nächste Reihe, Soft Glow, Uncover, Shimmer Hard und Raw. Auch tolle Farben, vor allem dieser hier. Dann haben wir Buff, Barely Pink, Universal und Red Nights. Nee, Red Night. Auch richtig toll. Vor allem dieser Ton. Ich stehe ja auf diese Cranberry-Töne. Also die Pigmentierung ist wawawum. Die nächste Reihe ist Highlight, Lowlight, Copper Shimmer und Molten Chocolate. Ich wollte mir eigentlich. Ich sag's euch gleich. Das ist auch eine tolle Farbe. Ich wollte mir eigentlich ursprünglich auch diese weiße Fake Chocolate Bar Palette kaufen, wie die Lisa auch. Aber habe mich dann irgendwie doch für die entschieden. Ich habe
kann euch gar nicht genau sagen, warum, aber vielleicht brauche ich die andere doch auch noch. Wir schauen mal. Die nächste Reihe. Angel, Golden Knight, Medal und Burgundy Knights diesmal. Dann haben wir Unlimited, Gold Digger, Darkest Shimmer und Green Stars. Also das ist wirklich genau mein Beuteschema, diese Farben. Und die Pigmentierung, Leute, ihr seht ja, ich bin ja einmal nur kurz reingedippt. Und bam. Also damit könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Und die kosten auch echt nicht viel. Ich kann es euch jetzt gerade auswendig nicht sagen, aber wie gesagt, ihr habt alle Informationen in der Infobox. Dann geht's weiter mit Brew, Cheerless, Tarnish und Café Noir. Auch tolle Farben. Und dann die letzte Reihe, das ist Night, Black Tie, Blue Stars und Silver Smoke. Und Silver Smoke muss ich echt mal gucken, wie ich das hier wieder in Ordnung bringe. Das sind die Farben. Das ist eine tolle Palette, oder? Also ich bin wirklich total begeistert, weil die Farbabgabe der Wahnsinn ist. Es sind so schöne Farben dabei. Ja, es sind fast nur schimmernde Farben, bis auf hier, die hier vielleicht. Na doch, das ist auch schimmernd. Aber ich stehe ja auf schimmernde Farben. Ich lege das jetzt drauf, vorsichtig. So. Und ja, das war meine Make-up Revolution Bestellung. Ich musste ja selbst jetzt ziemlich lang warten, um das hier abzufilmen. Ich habe dir ja schon seit Dienstag die Sachen, aber ich hatte einfach keine Zeit und kein gutes Licht und, ne? Aber ich bin sehr glücklich mit den Sachen. Also absolute Empfehlung, falls ihr nicht so viel Geld ausgeben möchtet, aber tolle Produkte haben wollt. Wie gesagt, ihr müsst eben selbst entscheiden, ob ihr auf der Make-up Revolution Seite an sich bestellt oder ob ihr eben bei Cosmetic for Less bestellt. Bei Cosmetic for Less gibt es nur nicht immer alle Sachen. Da müsst ihr einfach mal gucken. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich, die Sachen jetzt bald ausprobieren zu können und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis bald. Tschüss.